Servus Leute, hier ist wieder Boompower und jetzt habe ich wieder den richtigen Knopf für die Aufnahme gedrückt. Hey! Einfach geil. Ah, Mann, wer hat denn eigentlich meine Handelsroute blockiert? Ich weiß es nicht. Hey. Ah, Leute. Ihr langweilt mich. Ihr ödet mich an. Mann, 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 Mann. Ihr ödet mich einfach an. Und alles, was sich reimt, ist gut. Oh, verdammt nochmal. Es macht schon Spaß, aber es sitztechnisch ist es schon ein bisschen anstrengend hier. Ah, bisschen weiter strecken. Aha. Versucht's ernsthaft nochmal Preußen sich irgendwie aufzubeugen. Das wird nix mehr. Leute, das wird nix mehr. Schreibt euch ab, ihr habt verloren. Und warum? Weil sich Polen-Litauen mal gewehrt hat. Sensationell. Die sind eigentlich bislang immer untergegangen. Und wenn Preußen dann irgendwie was bei mir mal gemacht hat, dann sind sie durch Russland untergegangen. Oder durch mich. Wobei, ich habe eigentlich gar nicht so oft gegen die Preußen gekämpft, muss ich sagen. Wenn, dann habe ich höchstens immer Preußen gespielt. Württemberg kann auch nix. Also deswegen werden sie Stuttgart verlieren. Nantes wurde hier schön kaputt gemacht. Lochkartenwebstuhl. Oh, mechanischer Webstuhl machen die schon. Und eine Rebellion in England war klar. In Newcastle einen neuen Hafen, in Liverpool einen neuen Hafen, hier in Swansea, auch einen neuen Werkstätten, werden zu Eisenwerkstätten ausgebaut, Seminar ist gebaut, Militärakademie ist gebaut, Artillerieministerium passt, kommt, machen wir hier nochmal hier schön ausgebaut, hier, wunderbar, so muss das gehen, ihr da. Warte, kann ich den sogar... Ich bin so blöd, ich hätte den sogar reparieren können jetzt letzte Runde. Nein, das ist ja inzwischen mein Hafen. Nein! Ja, da gibt's gar nichts zu reparieren. Hä? Ach so, weil ich da gar keinen Hafen habe. Verdammt! Ja, das ist Intelligenz pur, würde ich sagen, meine Freunde. Intelligenz pur. Lauf mal weiter. Ja genau, die muss ich jetzt erstmal fertig machen. Reparieren. Gut, die werden schon repariert. Also, re-rekrutiert. Man kann ja nicht zu den Truppen sagen, wird repariert. Schwachsinn. So. Ja, das ist eigentlich Bullshit, das kann man auch Gefechte automatisch machen. Genau, wir triumphieren. Passt, wunderbar. Hier. Ach ja, Hauptsache der General war mit dem Kampf, den ich da niemals reingelassen hätte. So, ihr tut euch jetzt mal zu den Eisenwerkstätten bitte fortbewegen. Denn dann kommen die da nicht mehr rein. Außer über See. Und dann wartet hier Fettarmee auf euch. Oh ja, genau. Wie sieht's eigentlich hier aus mit Zufriedenheit? Oh, eine Traum. Und Augsburg wird trotz Besteuerung in 83 Runden fertig sein. Lass mich mal überlegen. Ein Jahr sind 2 Runden. Das heißt, bei 83 sind's 41,5 Jahre. Dann ist Augsburg 1798, im Winter 1798 fertig. Das heißt, kurz vor 1799. Eisch. Einfach stark. Einfach stark. Hier sitzen... Ja, das sind eigentlich alles Dreier. Ja, außer der des Vierer. Diplomatie. Wie sieht's denn aus? Nee, mit denen machen wir keins. Die werden wir wohl oder übel irgendwann fertig machen. Geschätzbündnis. Ah, die Minister... Ja, oh ja, da wollte man doch den Schatzamt da einfügen, den Schatzamt. Pupi-Papi, da, wie der heißt. Oh, ja, den werden wir da auf jeden Fall reintun.
Verwaltung von Schatzamt. Der da ist auf jeden Fall ganz gut. Verwaltung von Schatzamt und Minus und Plus, das heißt plus 1. Plus 1 auf Verwaltung, Marine, Zufriedenheit, Zufriedenheit. Ja, aber das, der hat noch ganz gute andere Sachen. Den da hau ich auf jeden Fall mal weg. Wiedersehen. So, Verwaltung, Unterklasse. Nee, komm. Wir haben uns für einen entschieden. Da müssen wir gar nicht mal viel gucken. Der ist sogar 2 da drin. Minus 8 Städtewohlstand pro Runde. Am Heimatschauplatz. Eieieiei. Oh, die Regierungsbeliebtheit ist ja hoch. Sau stark. Das ist alles über Seerus. Russland geht nicht. Was ist denn bei Russland gerade los? Wenn ich mir das so angucke. Russland. Na doch, nach Russland geht's doch. Ah nee, da ist tatsächlich die Route. Ah, oder? Kann sein. Ah nee, what the fuck? Georgien hat es. Okay. Georgien baut Schiffe. Alter, wie Georgien bitte fortschrittlich ist. Moderne Uni, Schiffswerft, königliches Ackerland, Pelzmarkt. Georgien ist groß geworden. Und was halten die von mir? Nix. Sind im Krieg mit Russland, aber das war's. Aber der kann ganz gut Diplomaten da. Immer noch feindlich? Ach so, ja. Ja, stimmt, wir haben sie ja nicht mal unter unseren Fittichen. Stimmt. Stimmt, ja. Total vergessen. Jetzt ist es irgendwo so ein bisschen sinnlos, ne? Also, ah ja. Ich sollte vielleicht auch mal die Schiffe losschicken, wenn ich es schon drauf tue. Wie mache ich denn das am schlauesten jetzt? Ah ja, die Rebellion muss ich vielleicht auch erstmal besiegen, diese Runde, weil sonst machen die hier ein bisschen Rambazamba. Ich kann die auch über hier reinlassen. In Bilbao. Ja, lass ich sie da rein. Falls da nicht irgendwelche Truppen, Seemächte und so weiter stehen, ne? Also ich spreche gerade. Nein! Auf der Weg, Captain! Oh! 30.000 Facepalms zu mich. Bullshit, Mann. Und wieso ist hier keine Siedlungsbefestigung? Siedlungsbesetz. Ich beende die Runde. So ein Bullshit. Oh, da steht was drin. Na, gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Ah ja, genau. Richtig. Aber die fahren sofort ab. Ah, ich glaube, Preußen wird es holen, wenn sie es halten können. Dann verschanzen sie sich hinter mir. Ist ja vielleicht ein Bullshit, Mann. Die verdammten Kackratzen. Osmanisches Reich, bla bla, ja, schön. Mache ich eigentlich alles? Ah nee, bis auf Russland mache ich aber alles über Land. Kann ich eigentlich sogar extrem viel Hand. Ja gut, okay. Hab ja extrem viele Handelsrouten. So was das betrifft. Ich müsste eigentlich noch diese ganzen Handelsschauplätze und so weiter machen. Nachteil, da wüten halt die Piraten bis zum geht nicht mehr. Außerdem brauchen wir das nicht unbedingt. Es würde der Wirtschaft helfen, aber wir brauchen es nicht. Ah, Württemberg greift an. Vereinigte Staaten. Na, so langsam tun sie sich ja auf hier. Ah, fuck, wir haben die Rebellionsver. Ah! Scheiße! Hauptsache der Aus. Ah, so ein Mist! Mann. Island ausbauen. Dann, der ist ausgebaut, der ist ausgebaut, der ist ausgebaut, der ist ausgebaut. Da hier Landgewinnung. Geht nicht mehr. Ah! Ist hässlich. Miliz. Ja, die geht mal bitte hierhin. Der da. Okay, plus 1 Adel. Plus 1 Adel. Na, oh, scheiß Adel. Braucht keiner. Halt's Maul. Kannst nix. Nicht mal deine eigenen Truppen kannst da mitnehmen. Warte auf
weitere Befehle. Schön für dich. Ab aufs Schiff mit euch. Aber jetzt wirklich. So. Jetzt sind sie drauf. Ja, dann muss ich dir eigentlich hier in Brest reinlassen. Eisenfabrik, da steht einer. Passt. Ja, jetzt muss ich endlich mal die Rebellion angreifen hier. Aber sofort. Leichtinfanterie, Miliz, eine Linieninfanterie. Besiegbar, definitiv. Wir werden siegen. Reparieren. Mann, der Ausbau wurde gestört. So ein Kack. Ah, 3000 kostet der Mist. Wenn ich die jetzt diese Runde nicht besiegen kann, ist es umso bitterer. Fällt mir gerade ein. Naja, aber es sollte definitiv machbar sein, die in einer Runde zu besiegen. Nachteil, sie haben halt leichte Infanterie, weswegen sie mich ein bisschen auf Distanz halten können. Wenn man die nämlich richtig einsetzt, Leute, das zieht. Die Briten und die Amerikaner, die haben ja auch solche erweiterten Linieninfanteristen. Nicht Linieninfanteristen. Bin ich blöd, habe ich doch auch, gerade. Nee, aber ich meine leichte Infanteristen. Die sogenannten Grünjacken oder so. Präziser, weiter, im Nahkampf besser. Also schlicht besser. Teurer, aber besser. Nee, der ist keine Artillerie. Ey, ah! Was habe ich jetzt gerade gemacht? Habe ich etwa... Nee, das habe ich nicht gemacht. Was zum Teufel? Ach, egal. Oh, scheiße, mein Hals ist... Ah, er schmerzt. Ist trocken. Oh, klingt wie gekotzt gerade. Es ist gerade richtig ätzend. Nachdem muss ich mal eine kurze Pause machen. Oh, vor allem geht es in die Ohren jetzt rein. Ja, ist ja ätzend. So, passt wunderbar. Vielen Dank. Die Cavalry geht bitte hier hin. Und macht Raute. Der General versteckt sich dahinter. Und die bilden auch eine Gruppe. Gruppe 2. Und die... Mir wurscht. Baut eine Linie. Dreht Däumchen. Das ist mir egal. Ja, wobei ihr dürft nach vorne laufen. Das dürft ihr. Hallo. Vielen Dank. Es ist natürlich schön, immer wieder solche Berge hochzuschießen. Die Genauigkeit leidet darunter extremst. Würdet ihr bitte euch in den Radius bewegen? Vielen Dank. Ich habe nämlich keinen Bock, mich jetzt in den Radius vorzubewegen. Ach, muss ich es also doch machen. Sattelt sie drauf und auf. Oh. Die ersten gehen nach vorne. Die Miliz. Linieninfanterie. Ja, die Miliz. Trotz ihr als erster. Wieso sind die keine Gruppe mehr? Ach so, ja. Fortbewegung. Hehe, habe ich ja aufgelöst. Miliz. Linieninfanterie. Miliz. Miliz. Oh, da. Oh, das ist noch. Was? Nein. Aus. Pfui. Lass den Mist. Aber schnell. Drehen und siegen. Ist es jetzt hier kalter Krieg oder was? Ach, ihr seid unbrauchbar. Ihr macht jetzt nichts mehr. So, wir sind die Ersten, die schießen dürfen. Muhahaha. Zack. Runter mit euch. Feuer! Anlegen, richtig, und Feuer! Und jetzt kommen noch die Pferde! Jeeha! Zack. Böse. Oh, Feuer! So sieht's aus. Da hinten kommt eine Linieninfanterie. Ja, ihr dürft abbrechen. Wir haben genug gelitten. Na gut, wenn sie rebellieren, haben sie nie genug gelitten. Bayern ist ein schönes Land, hier wird nicht rebelliert. Wir machen uns höchstens eigenständig von Deutschland. Aber mehr nicht.
Da läuft die Linieninfanterie nach vorne. Will abgefeuert werden, richtig. Genau. Genau, dreht euch einmal um, vielen Dank. Jawohl! Sie befinden sich in Schussradius. Zack! 12 Mann. Runter. Ach, so ein Mist. Ja, genau, beweg dich bitte weiter vor. Ja, genau, genau, genau. Jetzt können nämlich auch andere Schießen noch schießen. Wieder einige draufgegangen. Ich glaube so 10 Mann oder so. Boah. Jetzt geht's aber los. Zack, zack. Wow, das war aber ein kalt, eiskalter kurzer... Oh, noch hinterher schießen. Komm, eine Ladung noch, dann sind sie tot. Ah, schade. Sind sie jetzt schon. Und weiter mit der Linie, ein bisschen nach vorne. Die Linieninfanterie kann sich leider extrem leicht verstecken. Ich weiß nicht, wo sie sind. Okay, mhm. Habt ihr fein gemacht? Grenadiere, habt ihr fein gemacht? Ja, bitte weiter nach vorne. Warte mal, was war das nochmal? Ü, genau, jetzt müssen wir die Ü-Taste penetrieren. Ach, die können gar nicht. Ach, leck mich doch. Ah, da außen sind sie. Gefunden. Und wieso haben die nicht vorher geschossen? Ach so, Hauptsache, sie bewegen sich weiter nach vorne, damit ich sie abschießen kann. Ah! Lass den Mist. Bitte ein bisschen weiter. Bitte ein bisschen weiter. Bitte ein bisschen weiter. So, jetzt könnt ihr nämlich schießen. Ja! Zum Teufel mit euch! Was machen die denn da? Was macht die leichte Infanterie denn da hinten? Die habe ich ja überhaupt nicht gesehen. So, ja, genau. Genau, so sieht's aus. So sieht's aus, wenn man sie mit den Bayern anlegt. Ja. Es hat aber nur Exzessen hier. Ja, schießt mich ab, ist mir wurscht. Hauptsache die Pferde bleiben verschont. Wenn sie auf dem Schlachtfeld sterben, kann man doch aufgrund der Munition dann keine Salami mehr aus denen machen. Oder Lasagne. Oder, ach, was weiß ich. Oh, bin ich böse. Und nein, ich bin kein Tierfeind oder Pferdefeind oder so. Auch wenn es manchmal so rüberkommt. Jawohl. Erste Linie, komm und weiter. Zack. Und auf Wiedersehen sage ich dazu nur, denn jetzt kommt noch die dritte. Schöne Heimreise an die Überlebenden. Und hoffentlich benehmt ihr euch jetzt. Ne? Vielen Dank. Ladebalken, mach schneller, mach Arbeit. Jawoll! Vernichtet. Plus 1 auf Moral von Gefechten. Plus 1. So. Alle re-rekrutieren und lauf zurück nach London. Ja, jetzt wird es nochmal einmal hier Beschwerde geben. Ich glaube, das wird auch nochmal eine Rebellion geben. Nein, das ist nur ein Theolo... Ja, wieso sind die da noch? Blödes theologisches College. Wieso habe ich das die ganze Zeit übersehen? Ich bin blind. Ich bin schlichtweg blind. Neapel, alles tutti da überall. Ja, dann können wir ja wieder nächste Runde beginnen. Aber das heißt in der nächsten Folge. Denn, ja, dies ist schon wieder vorbei. Bis dahin.